Herzlich willkommen, wir sind die Familie Baustein, auf Zusammengebaut TV heute unterwegs. Wir haben vor kurzem ein Review gemacht über den kleinen Burschen hier, den Ferrari 488 GTE. Du erinnerst dich, Frau Baustein? Ja, der ist rot. Habe ich schon gesagt, wir haben sehr viel Lego hier als Familie Baustein. Warum sind wir bei Zusammengebaut TV? Weil wir ab und zu, ich schreibe Reviews für Zusammengebaut, für den besten Lego-Blog ever. Und bin dort für die Techniksparte zuständig. Und ab und zu gibt es ein Review-Exemplar von Lego. Das geht nicht an mich, das geht dann zusammengebaut, aber da ich für die schreibe, leitet mir das der Andres freundlicherweise weiter. Und ab und zu machen wir dann auch als Familie Baustein ein Video, das dann auf dem Zusammengebaut-TV-Kanal läuft. So auch bei dem hier. Das Review könnt ihr nachlesen. Was habe ich gesagt? Er ist ein bisschen lommelig. Sieht man auch an den Türen. Die Türen sind nicht so toll. Aber insgesamt hat er mir ganz gut gefallen. Es ist ein Display-Modell. Es ist ein 18-Plus-Modell, das man sich in die Vitrine stellt und dann anschaut. Er ist nicht zum Spielen geeignet. Die Aufkleber, finde ich, gehören zum Konzept dazu. Wie sagtest du, als du das zum ersten Mal gesehen hast? Das ist bei den echten Autos aus. Das ist als ausstehende Meinung von Frau Baustein. Was ich dann jetzt neulich gesehen habe, ist, dass auch andere Leute Reviews gemacht haben und dass da Shitstürme durch das Netz geistern über dieses Modell. Tatsächlich. Und dem will ich jetzt ein bisschen entgegenwirken, weil ich finde, das ist fantastisch und das ist eins der robustesten Modelle von Lego. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ich zeig's euch. Willkommen in unserem Außenstudio. Ich hoffe, das funktioniert hier mit dem Ton. Wir sind im Auto jetzt gerade hier, um euch mal zu zeigen, wie robust der kleine Ding hier eigentlich ist. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir fahren da einfach mit dem Auto drüber. Es ist ein 180 Euro Lego Modell. Das muss es aushalten. Das wird es aushalten. Garantiert. Also, schauen wir mal. Ich muss zugeben, ich hätte mein Auto noch ein bisschen waschen können vorher, aber wir kriegen das auch so hin. Probieren wir. Wir rumfahren mal drüber. So. Bist nicht ganz sauber. Ich glaube, wir haben halt nur einen Versuch. Deswegen sollte das klappen. Und ich würde die hier laufen lassen, dass wir das noch in Zeitlupe haben irgendwie. Legst die drauf, die darf auch nicht kaputt gehen. Die sollte nicht kaputt gehen. Leider nüber. Tschüss. Ja. Was? Hey, Scheiße. Hey, so eine Kacke. So eine Kacke! €180. Das ist nur die Schuld von Lego. Mach die scheiß Kamera aus! €180 wollen die dafür. Und das ist übrig. Nur weil wir mit dem Auto drüber gefahren sind. Scheiße! Ich muss komplett alles neu überdenken, was ich über Lego bisher gedacht habe. Das ist scheiße. Das ist der größte Müll, den Lego je produziert hat. Ich habe alle 400 Aufkleber, wie viele dabei waren, angebracht. Ich bin davon ausgegangen, das stabilisiert das ganze Ding noch ein bisschen. Oder irgendeinen Grund müssen die ja haben. Nichts. Das, ein Haufen Müll, ein Plastikmüll. Ich bin fertig damit. Wir sind durch. Mit dem Thema Lego bin ich durch. Und da können Sie mich gerne verklagen. Oder sonst irgendwas. Es ist mir scheißegal. €250.
250 Seiten, als ob wir blöd wären, um so ein Ding aufzubauen. Wir brauchen doch keine 250 Seiten dafür. So, von uns, wir sind raus. Wir sind raus, das war's. Na, das erzeugt Klicks, oder? Damit starten wir durch, und zwar so nach oben. Das Problem ist nur, die Leute, die das jetzt sehen, ich glaube, womöglich wir sind so. Wahnsinn. Nein, geil. Das ist unser Weg, den wir jetzt gehen. Als nächstes fahren wir übers Kolosseum und dann über das ganze andere Scheiß, der steht. Ihr kennt uns, das war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Es ist Lego, es ist ein Spielzeug letztendlich. Jeder kann seine Meinung dazu haben, jeder darf sagen, ob es ihm gefällt oder nicht. Aber wenn es ihm nicht gefällt, dann doch nicht beleidigend oder persönlich wertend oder jemand angreifen oder mit einer Aggressivität, die da eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Lego Jahr 2021, machen weiter Videos und Reviews und sehen uns wieder. Bleibt gesund und einen guten Rutsch. Ich würde es ja sagen, aber... Das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn? Nee, stell mal das Ding da wieder ordentlich hin. Das muss man gar nicht so ordentlich hinstellen. Doch, weil sonst stimmt es raus aus dem Bild, weil es sieht einfach blöd aus. Action. Ja, ich habe so viele gute Ideen. So, komm, reiß mal zusammen. Ich bin den Text vorhin 100-mal durchgegangen, aber ich kriegte und hatte wirklich eine tolle Version, aber wenn du das so im Vorfeld dir überlegst, ja, dann kriegst du das nicht. Okay. Gut. Sehr schön, jetzt gehen wir raus und fahren im Auto drüber. Okay. Und dann breche ich weinend zusammen und danach kommt ein Verriss hier. Über was? Und über das Ding, wenn es das nicht aushält. Du, das du weiß ich nicht, es ist ein verdammtes Spielzeug. Ich weiß nicht, wie man es hassen kann. Man kann es sich kaufen oder nicht kaufen, aber man kann es nicht hassen. Dass ich noch nie sowas gelesen habe über ein Speed Champions Modell, also relativ gesehen ist das Aufklebergrab schlechthin. Ja, du weißt, was schlimm ist. Du kennst alles. Ja, aber so. Was ist schlimm? Aber ich bin immer richtig bunt. Das ist ja ein Technik. Ja, okay. Es ist ein bisschen bunt. So, dann haben wir die blauen Sachen. Dann haben wir Löcher. Dann haben wir Aufkleber. Keine Scheiben. Was fällt dir auf, wenn er so dasteht? Das ist doch kein Sportwagen. Das ist ein Geländewagen. Der ist viel zu hoch. Der müsste so ab. Und dann gehen die Türen auf, wenn man das macht. Sicher, dass du das willst. Ja. Warum nicht? Hast du das Ding gekostet? Mich gar nichts. Das ist ja das Coole. Ich werde mir auch wieder kaufen, wieder aufbauen. Warum wieder? Weil er ja dann wahrscheinlich kaputt Bedenken? Ist. Ja, so. Ja, das hatte mal letztes Mal. Oh, ich nehme ja gerade auf. Super. Hast du auch einen Besen mitgebracht? Nee. Aber Besen wäre hilfreich. Das stimmt, ja. Ich wusste nicht, dass es so gut wird. Aber für gebraucht kaufen geht es noch, oder? Ja, aber ich glaube, man kriegt nicht mehr die 180 Euro. Aber die Aufkleber, die halten natürlich. Die Aufkleber sind das Beste da dran. Lass ich mal sagen, die Aufkleber werden nicht robust. Hat es mal Reifen eigentlich überlebt? Keine Ahnung, das habe ich mich auch schon gefragt. Juhu! Wir von Familie Baustein und sicherlich auch von Zusammengebaut können euch nur sagen, wir haben euch trotzdem. Nee, das ist scheiße, warte, ich hatte was Besseres, aber so in der Art, bis ins nächste Lego-Jahr. Nee, war auch nicht so gut. Und es darf jeder gerne eine andere Meinung dazu haben, aber äußert sie doch nicht beleidigend oder persönlich werden. Schade, der war gut. Der war gut. Und das ist schon persönlich angegangen worden gegen seine Kinder. Echt? Wegen Leo. Ach komm. Cool. Ja, deswegen. Aber wer es nicht mag, der muss es doch nicht aufbauen. Es gibt auch noch Playmobil und Duplo. Wobei Duplo ja auch so Lego ist.